Big Big Bang Culture! Yo. Yo. Alle Wakbar, meine Freunde. Das hier ist Street Shit. Was geht ab? Guten Abend, ich bin wieder mal am Start. MCG, wo Donnerstag, Underground seid ihr am Start. Street niggas, so I do street shit. Rock on some street shit. Street niggas, so I do street shit. Street shit like night and day. Street shit like night and day. Mood for you, mood for you. Street shit, so I do this rock on the head. Danke, wer ist denn hier vorher? Ja, wie machen wir das jetzt überhaupt? Sollen wir das so Dings machen? Ihr macht so Regieanweisungen und so? Was? Macht ihr auch eher Screenshot da? Ja, was kannst du zum Beispiel sagen? Ja. Yo, wir machen jetzt hier fett Street Shit. Street Shit, Digga. Wen haben wir heute überhaupt hier, Digga? Wer ist Kölner. Wer ist das Kölner? Überhaupt? Ja, da präsentiert er sich mal selbst, würde ich so sagen. Hier. Ja, ich bin Gebull, ich komme aus Köln und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass bei Street Shit wirklich Street angesagt ist. Weil ich war schon ungefähr 2,5 Jahre in meinem Leben ohne festen Wohnsitz und bin Punkrock. Also real Street. Ich bin Punkrock wie Sid Vicious, ungefähr. Ja, wie sieht das aus, Digga? Du warst auf der Street, das heißt, du hast keine Wohnung gehabt, hast immer bei Kollegen geschlafen. Ja, genau, und in so Notunterkünften und solchen Spaß. Notunterkünfte? Bahnhof oder was? Nee, Pennerwohnheim. Pennerwohnheim. Ja, und wie ist das da? Naja, man muss aufpassen, dass nachts die Türen nicht aufgebrochen werden und die Leute einem irgendwie den Computer oder die Anlage oder sonst irgendwas abrippen, was gerade da ist. Und aber wenn man den Leuten irgendwie zeigt, dass man das nicht mit sich machen lässt, dann kann man da auch eine ganz coole Zeit haben, glaube ich. Also ich habe früh angefangen, mit den richtigen Leuten da zu reden und mit den richtigen Leuten rumzuhängen. Und dann hatte ich da nie Probleme gehabt. Obwohl ich selber einer der friedlichsten und freundlichsten Menschen auf der Welt bin. Seit wann bist du dabei? Seit wann bin ich dabei? Bei was? Beim Rappen. Beim Rappen? Oh, seit 10,5 Jahren ungefähr. So, nicht durchgehend, ja doch, eigentlich durchgehend, aber mit 16 habe ich mal, also ich bin jetzt 24, ich habe mit Ende 16, nee, mit Anfang 16 meine erste Aufnahme gemacht. Und wir haben jetzt 2012. Und wir haben jetzt 2012 fast. Ja, fast. Also das kommt wahrscheinlich 2012 raus. Was ist das für eine Richtung? Es ist nicht live. Yeah. Doch, Street Shit ist live, Digga. Das ist live, ne? Das, live. Ja, absolut live. Ja. Live. Live. Live und direkt. Während ihr das bei YouTube seht, wird es übertragen. Live. Erzähl mal was von der Richtung. Was ist das genau von der Richtung, wie du da gehst? Ist das was Eigenes oder halt eher kommerziell soll das sein? Oder wie soll das? Kommt drauf an, wie man kommerziell definiert. Ja, du hast ja auch hier so ein bisschen Jamaika-Style an deinen Händen, so hier. Ja, nee. Soll das ein Rugger-Muffin-Style sein? Oder das ist alles möglich. Das ist so das ist so der Wolfgang Petri der Festival. So, ja, ich glaube, das sind so die letzten zwei Jahre cool. Yeah. Nee, das ist das von den letzten 2 Jahren. Das sind halt so kleine Festivals, die Freunde von mir organisiert haben. So, ich bin so praktisch so der Schwanzvergleich unter den Festivalbesuchern. So praktisch, wenn man... Mehr, das ist auf jeden Fall sehr Untergrund. So. Das ist so wie, wenn man die Festivals besucht, kann man sagen so, also unter den Festivalbesuchern verhält es sich mit den Festivals so, wie bei den Rap-Konsumenten zu abstrakt. So. Was sind das denn für abstrakt? Splash? Splash war, ja, Splash, ja, da Splash bin ich aufgetreten. Splash bin ich aufgetreten ist das sogar. Andere? Bei diesem End of the Week Battle. Das ist, dann ist so, du bist auf dem Splash aufgetreten mit Lee Won? Ach, das Ding ist vom Fernsehen. Ja, genau, das war das. Lee Won! Lee Won, wieso habe ich dich da nicht gesehen mit Lee Won? Lee Won? Wahrscheinlich, weil wir aneinander. Ich habe übrigens Leon einen Text vorgeschlagen, den er im A Cappella-Text machen sollte. Ey, Jury, da hinten, nicht rumlabern bitte. Ey, checkst du das nicht? Hallo. Hallo. Cut! Ey, checkst du das nicht? Ach so. Mensch.
das ist, ja, Lee One, der hat da den, ich habe dem vorgeschlagen, dass er den Text gegeneinander machen soll. Die zweite Strophe von gegeneinander, die ist nämlich, finde ich, eine seiner besten politischen Strophen, die er jemals gemacht hat. Ja. Und ich bin da, nee, ich bin nicht genau zusammen mit Lee One aufgetreten. Lee One ist nach mir aufgetreten, weil das war dann das absolute Finale. Der hat sich woanders schon für das absolute Finale qualifiziert. Und ich war quasi im Halbfinale davon drin. Da habe ich es aber nicht weiter geschafft. Und wieso hast du es nicht weiter geschafft? Keine Ahnung, die waren alle doof. Das ist, nein, ich, warum habe ich es nicht weiter geschafft? Weil die zwei, die besser waren, weitergekommen sind. So. Also ich war, glaube ich, auf dem vierten Platz von 6 oder 7 Teilnehmern, ich weiß es nicht. Vierter Platz war ich, glaube ich. Und die anderen, die waren halt, die auf Platz 1 und 2 waren, waren definitiv verdient auf Platz 1 und 2. Also bist du so ungefähr der viertbeste Rapper von End of the Week? Nee, ich bin der beste Rapper der Welt, aber das ist, wer bist du eigentlich? Ich kenne dich gar nicht. Du hast einen Laden. Genau. Den besten Schnürsenkel der Welt, represented bitte mal deine Schnürsenkel. Das ist das allerbeste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Danke, danke. Das ist unglaublich, das, was der auf dem Kopf hat, habe ich auf der Brust. Das ist extrem männlich, was er da trägt. Ja. 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 Ich danke dir. Ja, ich war auf dem... So, was macht ihr denn da hier? Kräuter oder was? Nein, nein, das ist Tabak. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Woher soll ich Ahnung haben? Hast du ein Album jetzt fertig? Oder? Ich habe eine EP vor 2 Jahren gemacht oder 2,5. Ich schreibe jetzt ab und zu an Tracks. Ich will ein bisschen was mit einer Crew aus Köln machen. Die Jux heißen, also wie heißen sie zusammen? Hell Yeah. Ich finde das ein super guter Name, weil den gibt es noch nicht. Aber jeder kennt den Ausruf Hell Yeah. Sind die auch in dem Alter wie du oder jünger oder wie ist das? Die sind älter. Also der eine ist der, hey, den kennst du, du kennst doch den Jinx, Alter. Ja, die sind doch gar nicht da. Alex, die doch gar nicht ist da. Ist doch egal, doch Alexander, wüsstest du kennt? Alex, ja. Dick. Das ist der beste Rapper der Welt, Alter. Ey, ohne Scheiß. Du kennst den. 100%. Also er hat mir zumindest gesagt, dass er dich kennt. So viel wie auf Nassim, liebste Schwester, der Beste der Besten oder so. Boah, der Typ hat's drauf. Der Beste ist der Grab. Der Barkommander sieht schwarz wie Ghana für schwachen Partner. Wenn ich fertig bin, rufst du Maria wie Carlos Santana. Ganz ehrlich, gegen diese Crew klingt jeder weak. Es ist wie wenn du mit einer Software auf den Flugzeugträger schießt. Wenn ich Verse in die Cypherraum verblutet jeder Beat. USS Origin, James meldet sich zum Dienst. Der Genickbrecher schreibende, deine Clique zerreißende. Das nächste Album, Solo-Album. Ich hoffe, dass ich das 2012 hinbekomme. Weiß ich nicht genau. Ich schreibe momentan an Tracks, ich will ein paar Features da drauf machen, auch mit Leuten, die nicht aus dem Rap-Bereich kommen. So. Also das soll schon ein reines Rap-Album werden, aber ich will viele unterschiedliche Musiker da drauf featuren. So. Und das soll irgendwie, ich weiß nicht genau, was das wird. So. Das wird auf jeden Fall Rap und das wird auf jeden Fall gut. Aber du machst auch andere Sachen außer nur Rap. Hat das schon einen Namen? Punk auch und... Ich finde Punk ist weniger eine Musikrichtung als eine Grundattitüde. Deswegen meine ich auch, ich bin Punkrock, so das war halt im Klang ein bisschen witzig, aber es war auch schon irgendwie ein bisschen mehr ernst gemeint, weil ich finde, Punk ist eine bestimmte Attitüde, die für mich eigentlich was sehr Positives ausdrückt. So. Also ich bin auf jeden Fall großer Freund von diesem Lebensgefühl, was Punk halt irgendwie ausdrückt. So. Das also schon mal? Das Album. Oder darfst du es verraten? Ja, vielleicht, ja, ja. Das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Album so nennen will, weil der Titel falsch verstanden werden kann. Ich überlege, das Album Tag der Deutschen Einheit zu nennen, weil an Tag der Deutschen Einheit 2011 bin ich nämlich mit meiner Freundin zusammengekommen, die kommt aus Dresden und ich wurde von meinem Mitbewohner aus der Wohnung rausgeschmissen, der ist auch auf sie. Also hat das eine andere Untergeschichte. So. Das genau. Und ich überlege, ob ich irgendwie einen Track mache, der sich vielleicht kritisch mit diesem Thema auseinandersetzt, mit Tag der Deutschen Einheit und mit irgendwelchen Volkskollektiven oder was weiß ich. Oh mein Gott, das klingt jetzt alles sehr politisch, ne?
Ne, ist schon okay. Ich hab dir gar nicht zugehört. Ja, ja, genau. Dann warten wir ganz kurz, ey. Ich muss dich leider mal kurz vom Sofa runterchecken. Check. Weil es ist, da ist mal ja mal was passiert. Ich hab mir ja nicht zugehört gerade. Ja, was für dich. Das ist übrigens der Dave. Stell dich mal kurz vor, Dave. Ja, Digga, ich bin der Dave. Lars Knacken. Das ist der Gebull. Ich habe ihn auch viel größer und stärker vorgestellt. Ich bin ja genauso groß wie er. Ich dachte ja immer, ich wäre kleiner. Als Gebull. Der Dave hat im Internet 2 Diss-Tracks gegen mich veröffentlicht. Ja, aber das ist nicht der Dave gewesen, das ist Brad Pitzer gewesen. Aber in dem Intro von dem einen Track, wo du auf dem Taktlos-Beat einfach taktlos beitest, da sagst du am Anfang, es ist der Dave. Und ja, stimmt, das ist ja auch der Dave, oder das stimmt, ja. Vielleicht hat der Dave dich auch ein bisschen gedisst. Aber das ist ja auch eine andere Geschichte. Ich habe ihn ja nicht gedisst, weil ich ihn dissen wollte. Ich dachte, er macht mit, so, beim Dissen. Ich wollte ihn eigentlich nur dissen, um Feedback zu bekommen. Ich dachte, wenn ich Feedback bekomme, dann von ihm. Es hat aber nur eine kleine Vorgeschichte mit einem Shoutout, was ich auf einem Video beim verstorbenen Netzwerk Hip-Hop-Partisan, da habe ich einen Spruch gegen ihn gebracht. Ich habe nicht gesagt, also ich wollte ihn beleidigen, aber mir ist auch ein passendes Wort eingefallen, aber ich konnte dieses Wort leider nicht aussprechen, weil im Hintergrund Layla dran vorbeigelaufen ist. Und sie hätte mich dann geschlagen. Ja, Dave, wollen wir ein Freestyle-Battle gegeneinander machen, um zu gucken, wer der Bessere ist? Jo. Das können wir versuchen, Digga, auf jeden Fall. So. Hast du einen, ich habe leider nicht viele Beats zur Verfügung, aber hast du einen Beatwunsch? Ja, nichts, was zu, weiß ich nicht, so. Also man sollte auch Freestyle können, so ein typischer Freestyle-Beat halt. Okay. Ziemlich, nicht so viele Synthesizer und sowas. Okay, ich verstehe, was du meinst. Keine Clubscheiße. Um Gottes Willen. Was denkst du von mir? Danach erzähle ich mal, was ich sonst noch musikalisch mache. Aber vorher müssen wir uns battlen. Er pumpt sonst Reinhard May, Digga. Ja, unter anderem. Aber auch nicht mehr so viel wie früher. Ich höre wieder viel Rap in letzter Zeit. In letzter Zeit ist viel guter Rap rausgekommen. Sehr guter Rap, wie ich finde. Dann nehmen wir wie sehe ich eigentlich besser aus, wenn ich die Ärmel hochkrempel? Ja. Oder mit Ärmel raussiehst? Hä? So? So. Okay, schön mit hochgekrempelten Ärmeln besser. So. Was nehmen wir denn? Ein Mix. Dann nehmen wir doch den Beat von, der ist dafür super in Wohlgefallen, von President. Der ist relativ lang, der ist schön straight. Ich glaub an Gott, ich verfolge mich bei der Inquisition. Ich bin ziemlich dumm und ich höre diesen Beat in mir. Der Dave möchte mich fronten, doch er hat die Lage nicht kapiert. Oh mein Gott, ich bin schwerhörig, ich höre den Beat nicht, wenn ich diese Verses kick. Ich bin viel zu besoffen, um den Tag zu flauen. Doch egal, ich verkaufe an dich 1 Gramm Koks für 10.000 Euro. Ich bin hier am Mikrofon, fronte mich nicht, du bist nur ein Pseudo. Du hast schon lange nicht sehr fresh gerockt.
Du warst doch nie im Leben dieser Megagott. Was ist los, wenn ich hier rappe, weiß ich ganz genau, dass ich es schaffe. MC Gebo ist am Mikrofon und er denkt gar nicht nach. Wenn er wieder mal die Texte rausbringt, dieser Rapper ist nicht blind und der rappt nicht wie ein Kind. Ich hab ein bisschen Watt auf den Ohren. Trotzdem kann ich rappen, als wäre ich zum Freestyle geboren. Oh mein Gott, ich mache Mucke, als wäre ich taub. Beethoven-Style, diese Klassiker gehen raus. Wenn ich wieder mal am Mikrofon rappe, brauch ich dafür viel Applaus. Oh mein Gott, ich komm einfach nicht mehr drauf. Du willst mich fronten, schwule Sau, alles klar, Mann. Guck mich an, du bist aber schlau. Was laber ich denn bloß? Das ist back to the game. Ich bin hier am Mikrofon und ich rappe mit den Fame. Yeah. Okay. Er rappt für den Fame. Ich rappe einfach nur so für euch und für das Game. Ich rappe einfach nur so, damit die Leute mir zuhören. Ich hab keinen Bock zu burn oder irgend so eine Scheiße. Ich rappe einfach nur so, weißt du? Einfach nur so für mich und für die anderen. Egal, was die anderen davon halten. Ich rappe nicht, um was zu erhalten. Ich rappe, um was abzugeben. Oder um abzuheben. Oder um bald abzuleben. Es ist ganz egal, was ich mache, ich rappe. Und wenn ich gegen dich rappe, dann bring ich dich zur Strecke. Es ist einfach so. Dann werde ich zum Amerikaner, so wie aus Texas. Egal was ich mache, ich verhex das Game und zauber was Neues draus. Egal was ich mache, ich bring das Typ und ich krache. Einfach nur so, aber nicht über den Beat, weil ich hab keinen Flow. So sieht das aus. Und immer wenn ich komme, ja dann lache ich dich ausgefüllt. Weil du bist halt ein Gebull. Ich bin C0, B0, D0. Abgefahren, egal was ich mach das Ding. Du bist G0 oder G0? Ey, du hängst nur rum wie eine WC0. Mit zwei Doppelpack. Ich mach dich doppelt platt, mit Doppelreim und egal was ich mache. Ich würde mich sowieso nicht ergeben, weißt du? So, wenn wir beide battlen, Digga. Ich schwör, hinter müsstest du Dings. So eine Streitaxt mitnehmen und mir den Kopf abhacken. Weil ich schwöre, alle Leute, gegen die ich bis jetzt gebettelt habe, die haben irgendwann keinen Bock mehr gehabt, mit mir Joints zu rauchen und was weiß ich schon. Wirklich. Dann haben die Leute keinen Bock mehr auf mich, wenn ich dann wirklich battle und so, weißt du? Deswegen, du kennst doch diesen irren Blick, den du kriegst beim Rappen. Weißt du? Wenn ja. Dann krieg ich diesen irren Blick, dann wird er mein Feind und dann wird er zerstört. Das will ich ja eben nicht. Alles klar, und du kannst mich auch im Stehen wetten, ne? Ich bin hier am Mikrofon und rap stetig weiter. Oh mein Gott, wenn ich mich mal wieder reinlege, denken diese Leute, dieses Cypher hier muss weitergehen. Alles klar, und ich werde diesen Weg steppen. So sieht's aus, ich kopf dich ins Klo wie eine WC-Ente. So sieht's aus, so von wegen Doppel-Null an der Klotür. Ich bin hier am Mikrofon und rappen mit Gefühl. Gebull, der Name ist Programm, denn ich spieß dich auf mein Horn und ich bock dich gegen die Wand. Denn ich habe jetzt erkannt, dass ich ein sehr guter Rapper bin, mit Existritte, weil als beim Freestyle der Beste ist. Oh mein Gott, Mann, ich höre mir das an. Ich zerstöre dieses Land, ich hab schon tausendmal gesagt. Egal, wir hören auf zu battlen, machen wir doch einfach Cypher. Wenn ich weiter rhyme, weiß ich, ich bin einfach weiter gekommen als die meisten. Wenn ich zeige, dass ich rhyme, bin ich einfach hier dabei mit der Scheißreimerei. Und ich bleibe dieser geile Rhymer, der jetzt hier im Mythenscheid den Leuten zeigt, was er mit den Überrhymen meint. Wenn ich weiter rette, weiß ich ganz genau, dass ich das mach. Ich ficke den Start einfach so mit meiner linken Hand. Bitch-Slap, links, rechts, gar kein Problem, Gebrüll, ich möchte niemals arbeiten gehen. Außer für Hip-Hop, ich mache das seit jedem Tag. Schreibe meine Texte auf ein Blatt, mach die Szene klar. Gehe jeden Donnerstag auf die Bühne hin, in die Cypher Freestyle rappen, bis ich nicht mehr bei meinen Sinnen bin. So sieht das halt aus, einfach so, diese Verses rocken. MC Gebo ist am Mikrofon und mal ein Serbeklopper. Alles klar, und ich splitte hier die Killer-Verses, denn ich komme aus dem Grund wie die fucking Ninja-Turtles. Oh mein Gott, dieser Typ hat das halt drauf. Ich komme auf die Bühne und dafür brauche ich Applaus. Ich übe für die Crowd, um den Leuten zu beweisen. Ihren Beinen muss ich dieses verdammte Deutschland zerfleischen. Einfach so mit einem Fleischermesser, Gebo ist am Mikrofon. Und ich rappe einfach besser als die meisten Rack-MCs, die behaupten, dass sie Götter sind. Gebo ist am Mikrofon und ich weiß, wie ein Rapster klingt. Einfach so, denn ich mache das seit ewig. MC Gebo ist auf dieser Bühne und ich brauche einen großen Penis, um zu zeigen, dass ich Eier hab. Alles klar, ich rappe hier am Mikrofon und mache ein paar Weiterflach. Einfach so, wir haben bald Weihnachten und ich werde dafür Geschenke auspacken, weil ich geiler klinge als die meisten Leute, die mir sagen, ich hätte gar nichts drauf. Scheißegal, wenn ich hier rappe, geht mir mal die Party raus. Yeah. Yeah. Yo. Yeah. Ich kann doch gar nicht betteln. Ich glaube, du hast gewonnen. Du wolltest nicht betteln?
Hey, da bin ich natürlich enttäuscht, Mann. Ja. Mach den Beat-Scheiß aus, ich wette dich ohne Beats über Feuer über Deutschland. Das doch aus. Dieser blechige Sound, der bringt's voll nicht. Ey, wenn ich dich bettel, dann roll ich, so wie eine Dampfwalze. Es ist ganz krass, wenn ich dampfe und dich zerfalte, so wie eine Brieftaube. Ich lass dich fliegen wie Papierflieger und du siehst Taube, Blinde und Schwerhörige. Scheißegal, du bist auf jeden Fall nicht da, wo ich bin. Da sind die Leute voll am Start, sehen Glas klappt und alles am Start, Glas knacken. Lass knacken. So sieht's aus, Digga. Ja. Ja, okay, sag mal so, rappen kannst du auf jeden Fall besser als ich. Aber das Battle hast du gewonnen. Das Battle habe ich gewonnen. Ganz klar, ganz klar. Weil das ist einfach so, Digga. Ich habe dich auf dem YouTube-Dings rausgefordert, habe einen Diss-Track gegen dich gemacht. Und jetzt, Leute, geht mal bitte bei YouTube Gebull an. Was meint ihr, auf welchem Platz mein Diss-Track ist, wenn ihr Gebull eingebt? Ich bin ganz oben in der Liste. Top. Wenn man deinen Namen eingibt, nach dir sucht, findet man mich. Auf Platz 3, auf Platz 1 ist aber mein großartiger Track Aufgewacht. Ja. Ist so. Dazu wollen wir ja noch ein Video machen. Genau. Zu Aufgewacht. Was hat dich veranlasst, diesen Track zu machen? Also ich finde, diesen Track ist meiner Meinung nach einer der liebsten, realsten Tracks, die ich im letzten Jahr gehört habe. Also ist meine Meinung zu dem Track. Ja. Deswegen würde ich auch gerne zu diesem Track ein Video machen. Und das Ding wird auf jeden Fall fett. Ja. Ja, was habe ich mir bei dem Ding gedacht? Das ist halt so ein quasi, es ist ein Erfahrungsbericht, wo ich darüber erzähle, dass wie halt meine Situation in der Zeit einfach war. Ich habe da bei einem Kumpel halt in der WG gewohnt, so. Also das ist eigentlich, das ist eine etwas längere Geschichte, so, die geht noch ein bisschen weiter zurück. So, ich habe, also es war vor ungefähr 3 Jahren, also in Ostern, zu Ostern wäre es vor 3 Jahren gewesen. Da bin ich, da hat meine Mutter mich zu Hause rausgeschmissen, weil es familiäre Probleme gab und irgendwie alles nicht so richtig funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Und dann habe ich in Köln ungefähr ein Dreivierteljahr auf der Straße gelebt, so. Dann war, oder nicht ein Dreivierteljahr, vielleicht ein halbes Jahr oder so. Dann also immer bei Freunden übernachtet und hier und da gewesen. Und dann waren Leute von mir eine relativ lange Zeit in Köln. Wir haben uns zusammen eine Wohnung gesucht, das hat aber nicht funktioniert. Und ja, dann haben die über einen Kumpel eine Wohnung in der Nähe von Stuttgart bekommen. Da also sind die hingezogen. Ich bin nachgezogen, weil meine damalige Freundin auch aus den, also die hat in Ulm gelebt, so. Und da war die Entfernung halt um einiges kürzer, bin ich auch nach Stuttgart gezogen. Ja, okay, machen wir da mal einen Punkt. Aber du verarbeitest diese Sachen in einem Track sozusagen, aber was willst du damit machen? Willst du deine Situation erklären? Willst du das verarbeiten mit dem Rap, deine Situation? Ich will das verarbeiten, auf jeden Fall. Und was soll ich sagen? Der Track ist, er wirkt nach außen hin sehr krass, wie eine sehr offene Selbstoffenbarung, ist er aber nicht. Das stimmt zwar alles, was er nun erzählt, es ist real und authentisch, aber letzten Endes klingt in dem Track manchmal durch, als ob ich mein Verhalten, wie ich mich momentan in der Gegenwart verhalte, ob ich das damit erklären oder entschuldigen will. Aber es gibt eine bestimmte Stelle in dem Song, so, die das eigentlich, die eigentlich die realste in dem ganzen Song ist. Und wahrscheinlich suche ich nur nach Ausreden, um mich zu rechtfertigen, warum ich eine Ausbildung nicht will. Der ganze Song ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Seelentherapie, aber halt auch dieses Ding, dass ich mit solche Sachen halt auch aufschreibe und das versuche zu verarbeiten, um der Realität nicht unbedingt ins Gesicht blicken zu müssen. Also Rap ist für mich auf jeden Fall auch, um meine Situation mir gegenüber so ein bisschen selbst zu entschuldigen, so aus einer philosophischen Sicht. Na okay. Ja. Kommen wir mal weg von diesem Rap-Ding, weil was mich an diesem Track sehr flasht, ist halt, dass du auch einfach sagst so, dass du auf ein Bürgergeld zum Beispiel hoffst. Das war irgendwie so, ich zitiere Oscar Wilde und hoffe auf ein Bürgergeld. Ja. Und ich denke, dass das, also ich persönlich wäre auch für ein Bürgergeld und bin auch der Meinung, dass das, also 2006 kam ja dieses Bürgergeld so das erste Mal, sag ich mal so für die meisten Leute ins Gespräch. Ja. Also Bürgergeld, das heißt, dass
ein Mensch statt irgendwie nur Hartz IV bekommt oder sonstiges, ist ein Mensch. Alter, halt bitte deine Fresse, Digga. Nee, ich muss auf Toilette, weißt du? Ja, das kannst du auch machen, du kannst einfach gehen. Es okay. Kommt nicht mit hier rein, so. Was ein Bürgergeld ist, das ist auf jeden Fall, dass jeder Bürger ein Geld bekommt, ganz egal wie viel er arbeitet oder ob er nicht arbeitet oder nicht, sondern jeder Mensch, egal wie alt, egal ob Mann oder Frau, bekommt das gleiche Geld. Ist ja im Prinzip nichts anderes als Hartz IV, außer dass es jeder bekommt. Also jeder, der auch arbeitet, jeder Mensch bekommt ein Geld. Und dieses Geld ist so viel, dass er davon leben kann, besser als jetzt vom Hartz IV, also das ist mehr als Hartz IV, dieses Bürgergeld. Das wäre in der Höhe vorgeschlagen worden von 1500 Euro pro Person. Und was man danach macht, ist praktisch jedem selbst überlassen. Also danach könnte man sich entweder hinsetzen und nichts tun, was wohl kaum jemand tut. Also jeder tut ja irgendwas, ob man jetzt Musik macht, ja, so wie du, oder ja, ob man Bilder malt oder was man auch macht. So, man hat nicht nur, wie es heute ist mit Hartz IV, so, dass du gerade so am Leben bleiben kannst. Du kannst weder ins Theater gehen, du kannst weder kulturell irgendwie dich weiterbilden und irgendwann bleibt dein Geist ja auch auf der Strecke, wenn du das nicht mehr kannst. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde diesen Ansatz mit dem Bürgergeld, genau, den finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Was ich halt ein bisschen seltsam beim Bürgergeld finde, ist, dass es durchweg durch sämtliche politische Richtungen favorisiert wird. Sogar in der FDP wird ja über ein Bürgergeld diskutiert und in neoliberalen Strukturen und in was weiß ich, in Sachen, mit denen ich ja eigentlich politisch gar nichts zu tun haben will. So. Bis in den konservativen Bereich hin wird über Bürgergeld diskutiert. So. Deswegen verunsichert mich das ein bisschen. Aber ich finde, also Bürgergeld ist für mich auf jeden Fall eine Etappe zu einem Ziel hin. Aber es ist für mich nicht das Endziel, was dann alle Probleme lösen wird. Weil ich finde, das ist also rein politisch betrachtet so, es reicht nicht, wenn wir uns in diesem System, in dem wir uns befinden, wo Arbeit auf eine gewisse Art und Weise organisiert ist, wo der Zusammenhalt von Menschen in bestimmten Art und Weisen organisiert ist, anstatt dass sich Menschen einfach insgesamt miteinander solidarisieren und dass einfach zum Beispiel auch Staaten nicht mehr nötig sein müssten oder Märkte oder was weiß ich. Wenn das nicht mehr nötig wäre, so, das wäre auf jeden Fall eine anstrebenswerte Gesellschaft. Aber bis wir an diesem Punkt angekommen sind, ist, finde ich, das Bürgergeld eine gute Möglichkeit, um das zu überbrücken. So, das finde ich wichtig. Das ist, finde ich, sehr wichtig für, auch ehrlich, ich bin da nicht uneigennützig. Ich finde das wichtig für Leute wie mich, weil in dem Augenblick, wo ich zum Beispiel einer regelmäßigen Arbeit nachgehe, geht es mir sehr schlecht. Ich kann meine Musik und meine Kunst nicht so ausleben. Die Zeit hat sich auch verändert. Du kannst ja gar nicht einer regelmäßigen Arbeit hinterhergehen. Ja. Also, wenn du eine Berufsausbildung gemacht hast, kannst du froh sein, wenn du in diesem Beruf überhaupt irgendwie was findest, wenn du da arbeiten kannst. Ja. Und ein Jahr später darfst du wieder was ganz anderes machen und dann wieder was ganz anderes. Ich meine, die Zeit hat sich in einer kurzen Zeit so sehr verändert, dass das, was mir vor noch 20 Jahren oder so in der Schule beigebracht worden ist, überhaupt nicht mehr greift, nicht mehr fasst. Und manchen Leuten wird vielleicht noch heute genau das in der Schule beigebracht, was vor 20 Jahren auch noch gelehrt worden ist. Ja. Also das heißt, dass die Entwicklung gar nicht so schnell hinterherkommt, wie sich die Zeit verändert. Ja, das ist ja auch ganz schwierig. Wir haben ja auch ein sehr unflexibles System, sag ich mal. Das ist das wird halt von gewissen Interessen gelenkt und diese Interessen sind meistens nicht so besonders flexibel, wenn sich eine Sache bewährt hat. Das ist halt das Problem, weil zum Beispiel so Sachen wie Bildung und sowas, wenn das von bestimmten Interessenvertretern halt nur geregelt wird, anstatt dass man zum Beispiel gemeinschaftlich entscheidet, wie die Kinder unterrichtet werden und so, dann ist es klar, dass das in Strukturen funktioniert, die durchaus auch sehr veraltet sein können und so. Das ist ja, ich weiß nicht, das ist eine traurige Sache. Mein Gott, das ist ja voll politisch und philosophisch, was wir hier reden. Ja, Digga. Das Street-Shit. Das ist übrigens genau das. Ich habe in Stuttgart, habe ich gelebt, an meine Fans da draußen. Ich habe in Stuttgart eine recht lange Zeit lang gelebt, 2 Jahre lang oder ein Dreiviertel Jahre lang. Und ich bin dort in eine Einrichtung gegangen, die nannte sich Schlupfwinkel. Die möchte ich hier übrigens erwähnen, weil das ist eine großartige Einrichtung, die wirklich sehr viel für die Leute da tut, für Straßenkids und so. Und in diesem Schlupfwinkel so, da war es normal, man ist reingekommen,
eine Horde von Punks saßen in der Küche und haben geraucht. Und im anderen Raum saßen ein paar verrückte Freaks, die haben am Klavier Klassik gespielt und haben Schach auf dem Tisch gespielt. Und haben sich über philosophische Themen unterhalten, haben sich über Weltwirtschaft unterhalten. Und die Leute haben trotzdem miteinander rumgehangen, weil sie letzten Endes dasselbe Schicksal geteilt haben. Und ich finde, das ist wahre Solidarität. Punkrock und klassische Musik. Super gute Kombination, wie ich finde. Und Reinhard May Punkten. Und Reinhard May Punkten. Ich bin ganz großer Reinhard May Fan, auch wenn ich glaube, dass der menschlich ein doofer Mensch ist. Aber das ja, du machst auch hier Dings mit Gitarre. Ja. Ich mache Straßenmusik und so Liedermacher-ähnliche Sachen. Und wenn kriegt man da Geld für? Da ist die Cola. Da kriegt man ein bisschen Geld für, ja. Boah, ich habe auch voll die trockene Kette. Darf ich zuerst? Ja. Ja. Oh, ja. Oha, ich ja. Merke schon, da passiert gerade was. Ah, die Gitarre. Dann lass mal rocken. Ich habe wenige Songs geschrieben. Ich habe viele Rap-Texte geschrieben, als Songs, die man verstehen kann. Aber ich habe einen Song geschrieben, einen richtigen Song. Wow, den gibt es jetzt sogar als Video. Der Song heißt Chorweiler Queen. Chorweiler ist ein Viertel in Köln, wo ganz große Hochhäuser sind. Wenn da Nazi-Aufmärsche sind, fliegen da Fernseher auf ja. Die Nazis und Blumentöpfe. Ja. Und es kann passieren, dass man schnell zusammengeschlagen wird. Aber ich finde, es ist ein sympathisches Viertel. Ich würde da nicht wohnen wollen. Aber in erster Linie, weil es weit außerhalb von der Stadt ist. Also Chorweiler ist bestimmt das geilste Viertel von Köln. Peace an meine ganzen Chorweiler-Freaks. Das zweitbeste. Das beste ist Ehrenfeld. Köln-Kalk. Köln-Kalk ist auch cool. Köln-Kalk ist wirklich cool. Das ist ein angenehmes Viertel, ja. Okay. Kommt auch der Andi aus der Bronx. Street, das ist wirklich Street. Ich hab dich gestern in der Straßenbahn gesehen. Du hast gesagt, dass ich ein Opfer sei. Kurz darauf ist es glatt um mich geschehen. Ich sag schon vor mir im Mordzeitkleid. Ich hab dich angelacht, du wohnst aggressiv. Du hast gesagt, Alter, glaub's mich nicht so an. Du glaubst doch wirklich nicht, dass du mich interessierst. Danach hast du mir eine Ohrfeige verpasst. Und seitdem denk ich an dich. Bitte komm zu mir zurück. Du bist das Gulli aus der Gosse, meine Perle aus dem Plattenbau. Du bist das Girlie aus der Gosse, meine. Scheiße, ich hab den. Du bist das Girlie aus der Gosse, meine Hoffnung aus dem Hochhaus. Du bist die Perle aus dem Plattenbau. Die Prinzessin aus dem Ghetto, die Chorweiler. Gefärbte Hammerbau. Ich hab mir vorgenommen, das nächste Mal schaff ich's. Ich hab schon einen Plan, wie ich es mag. Ich rauche etwas Schone, scheiße auf Grammatik und zitiere Bushido-Bars die ganze Nacht. Bestimmt kann ich dadurch dein Herz für mich gewinnen. Baby, du bist alles, was ich hab, bist, was ich hab. Aber heute spür ich diesen Schmerz noch in mir drinnen, weil dein Freund einen guten rechten Hand hat. Und seitdem denk ich an dich. Bitte komm zu mir zurück. Du bist das Gulli aus der Gosse, meine Hoffnung aus dem Mund aus. Aus dem Ghetto, die Chorweiler, die deine Kunst
Maskulin ist alles für diese Stadtteile, für die Mädchen ohne Hirn und Tische, für die in Leopardenlängen und mit schlechter Ausdrucksweise. Aus deiner Sicht ist Twitch ein Kompliment. Du bist das Girlie aus der Gasse, meine Hoffnung aus dem Buch raus. Du bist die Männer aus dem Plattenbau. Die Prinzessin aus dem Ghetto, die Chorweile wie eine blonde, gefärbte Hammerfrau. Das ist richtig geile Sau. Oh, Twitch. Du bist das Girlie aus der Gasse, meine Hoffnung aus dem Hochhaus. Du bist die Perle aus dem Plattenbau. Die Prinzessin aus dem Ghetto, die Chorweile Queen, eine blond gefärbte Hammerbraut. Yeah! Yeah! Sweet shit! Digga, yeah. Respekt! Ohne Scheiß, Digga! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß, Digga! Also, du kannst damit Respekt. Richtig. Ich schwör, voll geil! Wenn ich mal Sweet shit, Digga! Irgendwann wird der voll berühmt, Digga, und dann vielleicht Screech. Also, auch, muss ich sagen, Respekt. Das wird auch mal richtig was. Also, nicht zu knacken, ne? Digga, also, seit wann hast du überhaupt einen Bart, Digga? Wieso hast du den Bart wachsen lassen? Das ist B-Boy. Ich bin Breaker. Das Breaker, ich dachte schon. Ich bin B-Boy. Ich hab auch mal so, weißt du, irgendwie so. Irgendwo war auch so eine Kontaktanzeige, weißt du, so Anzeige so, von wegen, ja hier, B-Boys gesucht, weißt du? Auf jeden Fall. B-Boys gesucht, ich schreib da erstmal die an, so von wegen hier, B-Boys gesucht, so. Ja. Und dann wollten die mich ficken, Digga. Du Scheiße. Ja, auf jeden Fall, der Gesang ist natürlich wirklich nicht zu toppen, ne? Der Gesang ist nicht zu toppen, Digga, auf jeden Fall. Das war ein Stück. Das Battle hat er gewonnen. Und das Gesang ist sich der gewonnen. Ich hab das Battle gewonnen. Er hat den Gesang gewonnen. Aber du machst noch ein richtiges Battle-Video. Das kriegen wir hin. Dann kannst du den Leuten klarstellen bei YouTube hier, das habe ich gewonnen. Weil ich kann das jetzt ja sowieso so schneiden, deine geilen Punchlines kann ich ja rausschneiden beim Battle. So ist das. Ja gut, ich lasse dich mal wieder alleine kuscheln. Ja. Du riechst eh ein bisschen komisch. Ja, ich hab grad gefurzt. Ich dachte, das wäre deine Männlichkeit, die aus ihrer Pore tropft. Ja, Street Shit, Alter. Ja, das ist ja schon das mit Street Shit. Im Prinzip reicht das ja schon sogar fast. Du müsstest noch so ein paar Dings hier, Shoutouts auf jeden Fall geben, wenn du grüßen willst und so. Wenn ich grüßen will, jo. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Prayermint, meine beste Freundin aus Köln, die beste Rapperin, die ich persönlich kenne, würde ich sagen. Nee, Susa ist die beste Rapperin, die ich kenne, aber die ist auch auf jeden Fall sehr gut, wie ich finde. Grüße gehen auf jeden Fall auch noch raus an Kay Kani, aka Tim der Boss, aus Fintrop, auch hier im Sauerland. Dann Grüße gehen raus an den Nixman Clan und an Hip-Hop Partisan und an Lifetime und an quasi alle wichtigen Menschen, ich denke, die Leute. Aber es gibt doch keine Hip-Hop-Partisan mehr, Digga. Das ist, ja, aber das, was davon übrig geblieben ist. Ja, und natürlich grüße ich die Antilopen, selbstverständlich. So, genau, die Antilopen werden auf jeden Fall gegrüßt. Und sonst werden alle gegrüßt, die wissen schon, wen sie gemeint sind, glaube ich. Also meine Musik kann man adressenmäßig unten einblenden und so ein Scheiß, ne? Ja, ich grüße auch alle, die bei Facebook immer auf Gefällt mir klicken. Peace. Yeah. Ich hasse euch aber. Klickt nicht, gefällt mir. Kauft meine Alben, die es noch nicht gibt. Oder schenkt mir Bier. Das ist super. Für jedes Gefällt mir ein Bier. Das wäre super. Rock'n'Roll. Jetzt musst du mal so Street Shit sagen, aber du musst mal so ein bisschen näher mit dem Kopf an die Kamera gehen, Digga. Street Shit? Wenn man sieht deinen Kopf nicht, Moment. Street Shit! Straßenscheiße! Das war ein gutes Street Shit, Digga. Ja. Mach mal so.
musst du mal so in die Kamera gucken. Aber das macht doch immer geil. Das machen wir deswegen. Ja. Damit der merkt, wie blöd das ist. Ja. Muss ich dann jetzt auch noch über Suizid rappen, damit Leon merkt, wie blöd das ist? Nein, die wissen ja selber, wie blöd sie sind. Wenn sie mich sehen. Ja, bei Leon bin ich mir da nicht so sicher. Leon ist der Coolste, aber manchmal ist er auch irgendwie komisch. Nein, ich finde den immer cool. Ja, ja. Ich finde mich eher immer komisch, oder meistens. Ja. Findest du dich auch komisch? Manchmal geht so. Ja, aber nicht richtig komisch. Also, ich trage zumindest nicht so komische Mützen wie du. Obwohl ich viel zu verbergen habe. Ich bin unglaublich jung und sehe schon unglaublich alt aus. Aber nicht beim Rappen. Jetzt haben wir noch diese eine Sache mit den 7 Rappern, dass wir es ja schon gecheckt haben. Es gibt ja seit der zweiten Folge, der zweiten Street Shit Staffel, die Regel, dass bei Street Shit immer diese Rapper so ist. Also ich frage dich jetzt was zu 7 Rappern. Die verflixte 7. Die verflixte 7, Digga. Das ist halt diese okay. Rubrik. Dankeschön, Regie. Mit dieser verflixten 7, weißt du? Okay. Ich saug mir die jetzt einfach so aus dem Kopf. Das sind so die Rapper, die mir die ganze Zeit sowieso durch den Kopf spielen. Ja. Vielleicht kennst du sie, vielleicht kennst du sie nicht, aber ich versuche natürlich die so zu sagen, dass du sie kennst. Ich kenne sie. Und dann sagst du dann so einen Satz oder zwei oder drei Sätze dazu. Ja. Ja? Okay. Dann fangen wir mal ganz vorne an und das ist dann Revo Rabauke. Revo Rabauke rappt schon richtig lange nicht mehr. Revo Rabauke konnte nie rappen, das hat er irgendwann festgestellt, aber er hat die beste Hookline im Zecken-Rap überhaupt geschrieben. Und die wäre? Deutschland, du Opfer, Mathe, Mathe. Deutschland, Deutschland, du Opfer, komm schon, Bomber, Harris, mach's nochmal. Deutschland, Deutschland, du Opfer, komm, 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 wir zerbomben's nochmal. Okay. Aber es könnte auch sein, dass die von Aggressiv ist, das weiß ich nicht genau, aber die haben den Track auf jeden Fall zusammen gemacht. Okay, aber es reicht mir schon so jetzt an diesem ja. Dings so. Dings, Holger Börner. Ich wollte mal ein Feature mit dem machen, hätte ich auch eigentlich immer noch Bock drauf, aber der hat gesagt, der will mich erst persönlich kennenlernen, ist es leider noch nicht dazu gekommen. Aber ich würde den auch zu ein paar Zeilen, die er gemacht hat, mal was fragen, weil da finde ich ein paar Sachen sind politisch sehr komisch, die er sagt. Aber dazu will ich nicht näher was sagen, da will ich erstmal selber mit ihm überreden. Dann Dings, Kolja. War lange Zeit für mich ein rap-technisches Vorbild. Das finde ich ein cooler Mensch. Ich mag den sehr gerne. Macht sehr guten Rap, ist ein guter MC geworden. Und ich werde in Zukunft wahrscheinlich, also wir machen gerade, arbeiten gerade an einem Track und mal gucken, was da in Zukunft aus wird. Ja. Nick Knatterton? Fand ich auf jugendlicher Leichtsinn ganz klar am besten, weil es mir vom Flavor am besten gefallen hat. Ich finde, er ist ein sehr guter Rapper, aber ich habe da irgendwie nicht so richtig den Zugang zu. Mag ich auch sehr gerne. Bei Nick habe ich meinen allerersten Track aufgenommen, als ich 16 war. Ja. Bei Nick habe ich meinen allerersten Track aufgenommen. Der ist schuld, dass ich jetzt heute hier bin. Props gehen raus an Nick Knatterton. Cooler Mensch. Dann, ja, eher als Rap-Gruppe, Morbid Rap. Oha, machen die überhaupt noch was? Duffy ist ein sehr lustiger Mensch mit komischen Positionen. Der hat mein erstes Album über die Hälfte produziert, also die Beats gebaut. Und der Beavis, der andere von denen, ist technisch ein extrem hervorragender Rapper, aber leider leidet das alles unter dem schlechten Equipment, was sie haben. Abstrakt? Ja, Abstrakt ist ganz große Kunst, ganz große Kunst. Finde ich geil. Absolut. Verwende ich oft Zitate, verwende ich oft in Diskussionen. Und Gespräche und Philosophiererei. Wie viele haben wir jetzt? 6 oder? Ja. Noch 3. Willst du den selber aussuchen? Oder? Ja, nimm mal bekannte Rapper.
Mach mal Voice Cyber 2 noch. Farid Bang. Finde ich cool. Finde ich ernsthaft cool. Der gibt extrem lustige Interviews, ist immer unglaublich besoffen. Das entertaint mich, das finde ich witzig. Das kann ich mir nicht den ganzen Tag anhören, aber so ein Track am Tag ist schon cool, lache ich drüber. Finde ich gutes Entertainment. Also neben Farid Bang pumpst, oder neben Reinhard May pumpst du dann auch nochmal einen Track Farid. Ja. Street Shit. Street Shit. Nochmal. Street Shit. Gut. Ja. Action. Dieser Rapper hat halt bloß den, ich starte jetzt einfach durch den Beat in meinem Kopf und ich raste aus, was geht ab? Alles klar, der Rapper hat Talent in seinem Kopf und ich rappe wieder weiter, weil ich scheiße auf den Rest. Wieder mal der Typ, der hier halt rhymt und wieder schreibt. Oh mein Gott, diese Freestyle Ding teilt, alles klar. Zusammen mit dem Lars Klacken, ich werd hier am Mikrofon einfach wieder rappen und das geht dir auf die Arschbacken. Alles klar, dieser Typ hat das halt drauf. Ich spritte in der Cypher und bin einfach sehr gut drauf. Ich rhyme jetzt wie Sau, es ist der Timbaland Beat und ich weiß ganz genau, Mann, ich ficke die Street, weil ich drauf scheiße.